Hi everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Traumfänger. Ja, Freunde, das Game wird immer verwirrender. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es jetzt verwirrender im Sinne storymäßig wird oder programmierseitig. Wir sind wieder in der Traumwelt gefangen und kommen hier irgendwie nicht mehr raus. Vergammelte Mülleimer. Denn schaut mal, wie ihr noch wisst, das hier ist unser Zimmer. Und wenn wir rausgehen, sollten wir im Flur landen. Aber seht einfach selbst. Wir sind in der Eingangshalle. Eigentlich sind wir hier rechts im Raum im Esszimmer gelandet, aufgewacht. Und konnten dann nur hier ins Foyer. Ich habe auch bisher jetzt nicht weitergefunden, wie es weitergeht. Wir können nicht nach oben. Wir können nicht nach draußen. Und wir können auch nicht in das Wohnzimmer Küchen. Entschuldigung. Können wir auch nicht hin. Ich weiß jetzt nicht, ob das beabsichtigt ist, dass wenn man nach 5, 6 Mal hier wieder landet. Ob das so sein soll, weiß ich nicht, Freunde. Ich hoffe es. Wenn nicht, habe ich nämlich gerade das Game geglitscht. Untersuchen. Unmöglich, diese Schublade war doch früher zu. Es gibt keinen Schlüssel mehr dafür. Ja, das wissen wir alles schon. Dasselbe. Machen wir die nächste auf. Die ist verschlossen. Untersuchen. Unmöglich. Nächste. Und die nächste. Geht nicht. Also ich werde momentan nicht allzu schlau aus dem Game hier. Ich weiß nicht warum. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier oben jetzt gar nicht sein dürften. Und wenn das so ist, dann muss ich entweder eine neue Version runterladen oder das Game nochmal von vorne spielen. Und naja, wir sind ja schon ein ganzes Weilchen drin. Mittlerweile Episode 6. Und ich finde einfach nicht, wo es hier weitergeht. Aber vorhin ist gerade noch etwas eingefallen und da muss ich noch kurz was nachschauen gehen. Bis gleich. Nevermind, Freunde. Das Spiel war wirklich immer seltsamer. Ich bin gerade wieder woanders reingelaufen. Ich bin im Badezimmer. Und hier sind Kerzen auf dem Boden. Ich glaube wirklich, dass das Spiel einfach nur mit uns spielen will. So blöd das klingt. Was ist das hier? Was ist das hier? Wieso sind hier Kerzen und ich kann hier nichts tun? Ich kann hier wirklich nichts tun. Geh doch wieder raus. Hat sich hier was verändert? Langsam glaube ich da wirklich durch. Was zur Hölle? Ich habe verschlafen. Dieser Traum hat mich einfach nicht losgelassen. Ich werde Dr. Harper erst einmal einen Besuch abstatten und hoffen, dass ich was finde. Dr. Harper müsste gleich kommen. Das meinte die Sekretärin vor der Tür zumindest. Kommt mir bekannt vor, diese Warterei. Diese Ärzte brauchen immer so lange. Wie im Wartezimmer. Man wartet und wartet. Entschuldigt. Entschuldige die Verspätung, Thomas. Du weißt ja. Ja, kein Problem, Mr. Harper. Ich habe dann nur eine Frage zu einem psychologischen Befund für meinen Vater. Wieso willst du den haben? Ach, ich interessiere mich nur, was genau mit meinem Vater los ist. Naja, er hat den Tod von Eleanor nicht so ganz verkraftet. Es braucht Zeit. Eleanor heißt also unsere Mutter. Dürfte ich trotzdem einen Blick in die Akte werfen? Also, als sein Sohn? Also, ja, natürlich. Ich werde sie aber holen müssen. Ich warte so lange hier. Dankeschön, Doktor. So, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss mich beeilen, diesen Schlüssel zu finden. Und ich kann nicht speichern. Super.
The Fool, eine Tarotkarte. 0. Danach, 26.1. Unbeschwertheit, Sorglosigkeit, Leichtigkeit, Leichtsinnigkeit, Lebendigkeit, Lebenslust, Unbefangenheit. Mortensen. Okay. Ja, das wissen wir schon. Ja, das wissen wir. Moment. 26.01.261 vielleicht? Der Kalender mit Daten. 23. Seltsam. Mortensen, 23.8. Scott, 17.11. Kerligan, 13.6. Wir haben hier nicht viele Sachen. Die Tarotkarte. Okay, wahrscheinlich haben wir doch etwas mehr Zeit als vorhin, weil wir nicht speichern müssen. 26.1. Okay, Moment. Die Tarotkarte der Narr. Kalender mit Daten. Morrison, Scott, Kerligan. Welche Nummer könnte das sein? Ich finde auch keine weiteren Hinweise jetzt gerade hier. Als die, die wir jetzt schon haben. Der Fool. Was soll mir das jetzt sagen? Drei Ziffern. Wir brauchen 3 Ziffern für den Code. Warum stehe ich hier? Mal kurz nachdenken. Da steht 0, der Narr. Ist noch irgendwo anders noch eine Tarotkarte vielleicht? Also unser Thomas hier ist ein äußerst seltsamer Charakter, wenn ich das mal sagen darf. Schnüffelt einfach so überall rum, wo es ihm gerade so passt. Okay. Warum ist hier jetzt ein anderer Sound? Egal. Vielleicht ist da unten ein kleines Grünbeet angelegt oder so. Wer weiß das schon. Ah, ich werde daraus nicht schlau. The Fool. Der Narr. 26. Januar oder 26.1. Zumindest hat das schon mal nicht gestimmt. Aber Moment mal, müssen wir einfach mal die anderen Daten hier ausprobieren. 23.8. Nein. 17. 13.6. Aber es macht, wird irgendwie keinen Sinn machen, dass jemand von denen den Code nimmt. Ich drücke die ganze Zeit weiter gerade und es passiert einfach nichts. Das ist echt komisch. Das macht keinen Sinn. 17.11. Vielleicht ist es auch wieder Quersumme. Also 17.2. 1.7.2. 7.2. Auch nicht. Bis gleich. Ich habe gerade einen Hinweis gelesen, der bedeutete eben, im Traum sind nicht nur der Zarenkoffer und die Tarotkarten. Das wissen wir. Wir haben das Ganze hier. Aber ich komme damit einfach nicht klar gerade. Was bedeutet das? Diese Daten haben eindeutig was mit dem Rätsel zu tun. Moment. Wir haben jetzt die Quersumme von den oberen und ja und so weiter. 2, 3. Das macht keinen Sinn. Das wäre nämlich 5 plus 8. Dann hätten wir 13. 13. Und alle zusammen als Quersumme würde ja auch keinen Sinn machen. Moment.
Ach, Freunde, ich habe mir gerade ein paar Lösungsansätze durchgelesen und ich war schon auf dem richtigen Weg. Und wisst ihr was? Ich habe was Völliges übersehen. Nämlich, wenn man jetzt hier in diesem Bild nach rechts klickt. Dann kommen wir mal auf weitere Karten. Der Magier, 4.4. Verbindung zwischen Ideenwelt und Realität. Ausgewogenheit, Klarheit, Ideen, schöpferische Kraft. Oh, super, jetzt kommt der Doc wieder. Thomas, was machen Sie da? Ganz toll. Und jetzt wird auf einmal das Event getriggert, dass der Doc wiederkommt. Ist das bescheuert. Und es wurde natürlich kein Safe Game vorher eingerichtet. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Was waren wir eigentlich gerade nochmal am Tun? Okay, Moment. Ganz ruhig. Wow, was ist denn lauter Ton gerade? Okay, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo wir überhaupt zuletzt gespeichert haben. Ich kenne den Code jetzt, Freunde. Das mit den Quersummenbilden war richtig, ich hätte aber nur die Tageszahl nehmen sollen. Eigentlich läuft es immer aufs Gleiche hinaus. Wo zum Kuckuck müssen wir jetzt hin? Moment, wahrscheinlich muss ich den ganzen... Oh, die ganze Traumsequenz muss ich wahrscheinlich jetzt nochmal machen, oder? Tatsächlich. Wir sehen uns gleich wieder. Wow. Ist doch bekloppt, ey. Bei dem kriegt man was und bei dem anderen nicht. Ja, verschwinde doch. Verpiss dich, Thomas. Keiner kann dich leiden. Oh. And it's getting freaky, get freaky. Everybody in the house get freaky. Und das Game hat sich aufgehängt. Hört ihr das? Ich lauf rum. Aber man sieht nichts. Oh, super. Was zur f***ing Hölle. Ganz im Ernst. Im Moment bin ich eher genervt von dem Spiel. Aber ich möchte es durchspielen. Und wieder nach unten in den Keller. Thomas, was tun Sie da? Nach was sieht's aus, Doc? What's up, Doc? Ach ja. Ja, verschwinde doch. So, und jetzt bitte Funktionierübergang. Ich dürfte das gar nicht können, ey. Was ist das für ein Bullshit? Wow. Was zum Kuckuck? Oh, diese Bugs, ey, ohne Scheiß. Diese Bugs machen mich fertig. Und die Szene wird nochmal getriggert. Warum auch nicht? Und ich kann schon wieder rumlaufen. Das dürfte ich gar nicht können. Steht Thomas immer noch da unten rum? Natürlich steht er immer noch da unten rum. Oh Mann.
Warum funktioniert der Event-Teleport nicht? Boah, das darf doch wohl echt nicht wahr sein. Und wir sind wieder draußen. Und wir gehen rein und ups, die Tür ist schon wieder vernagelt. Irgendein kleines Meißelmännchen hämmert das Ding immer zu, wie so das Gefühl. Na, das hat keinen Wert, ich muss das Game versuchen irgendwie zu entbuggen. In irgendeiner Form. Vielleicht nochmal neu laden, nochmal neu installieren, ich weiß es nicht. Das nimmt mir nämlich gerade so ein kleines bisschen den Spaß an dem Ganzen hier. Ich geh doch mal rein. So, hier gibt's auch nichts Neues. So, das ist jetzt eine Sequenz, die gar nicht hätte passieren dürfen. Gut, ich kann mir vorstellen, dass das, was im Traum passiert ist, vorhin, dass wir hin und her laufen und hinterher die Räume wechseln, oh plötzlich, das kann ich verstehen. Ist ein Traum, da kann sich auch mal was verändern, die ganze Zeit. Aber nicht so. Nicht so. Okay. Ich speichere es nochmal woanders hin. 5. Und versuch's nochmal. Bis gleich. Okay, das heißt, das müsste jetzt ein total zerfetzter Speicherstand sein. Mit dem das Game unlösbar ist. Das heißt, jetzt darf genau dasselbe wieder passieren. Wow, ich weiß gar nicht, wie oft wir diese Wand schon angerissen haben. Also ihr merkt leider schon, das reißt mich auch ziemlich aus der Stimmung raus, die ich vorher hatte. Oh, Mann. Aus irgendeinem Grund habe ich auch das Brecheisen gar nicht mehr jetzt dabei. Ich kann auch das Quadrat nicht mehr betreten, auf dem es lag. Warum auch immer. Ich habe das Brecheisen nicht in der Hand, wieso sollte das gehen? Muss ich jetzt tatsächlich das ganze Kack-Game nochmal spielen, oder was? Ich drücke jetzt mal nichts und warte einfach. Und drehe dabei Däumchen. Na, Mann. Und wenn ich jetzt auf die Pfeiltasten drücke, hören wir einen Fußschritt. Sowas.